Ja, herzlich willkommen bei Where Will Cloud kommen. Ich habe auch im Bekanntenkreis schon mehrmals Rückmeldungen gekriegt, dass die Ego vielleicht nicht ganz so richtig läuft, dass es doch unten irgendwie ein bisschen feucht wird zu bestimmten Zeiten, also halt hin und wieder einfach mal. Es ist nicht bei jedem so. Es ist auch irgendwie nicht bei jedem Tank, nicht bei jeder Ego C. Ich hatte in meinem vorigen Video zum Tankbefüllen ja einige Ersatzteile schon getestet, Silikonkappen und Ersatzplastikkappen. Da gab es auch Rückmeldungen drauf. Bei Night Sky weiß ich jetzt nicht ganz genau, wenn die Silikonhaut bei ihm wirklich aufgerissen ist oder wenn sie bei dir halt aufgerissen ist, warum es zum Kokeln kommt. Ich habe aber gesehen, wie es zum Kokeln kommen kann, wenn man Silikonkappen benutzt. Genauso habe ich gesehen, wie es zur Unterbrechung oder zum schlechteren Liquidfluss sowohl bei Originalabschlusskappen wie auch bei nachgekauften Abschlusskappen kommen kann. Mir ist auf jeden Fall aufgefallen, dass die Materialien unterschiedlich sind. Die Originale sind weicher, die nachgekauften sind ein bisschen dicker und sind auch fester, härter im Material. Da hatte ich im Video ja beim Zusammenstecken der Ego C ein Problem, hatte auch gesagt, oh Mann, das habe ich schon leichter gehabt. Das ist tatsächlich, da sind die nachgekauften Teile einfach nicht ganz so doll. Ich würde mir einfach wünschen, dass bei den Shops auch mal gesagt wird, welcher Hersteller das ist, wenn es da wirkliche Hersteller gibt, dass man sich da so ein bisschen auf einen wirklich guten Hersteller einpendeln könnte, der einwandfreie Kappen nachbaut, also praktisch aus dem Material und mit der Beschaffenheit der Originalteile. Denn mit den Originalteilen hatte ich bis jetzt auf jeden Fall die wenigsten Probleme. Hier kommen einige kleine Details. Viel Spaß. Ja, hallo, willkommen bei Velvet Cloud.com. Ich habe mich nochmal der Verschlusskappen angenommen, weil auch mir ist immer nicht ganz klar, dass viele sagen, nee, sifft nicht, da passiert nichts, ich habe immer einen reibungslosen Liquidfluss. Ich habe mir das jetzt nochmal genau angeguckt. Ich habe hier einen Originalstopfen, der ist mitgeliefert worden mit den Tanks von Ovale. Da ist mir jetzt aber aufgefallen, den Dorn da jetzt reinsteck. Das hier ist ja eigentlich, hier oben ist der Tank. Dann habe ich dieses kleine durchgestochene Plastikstückchen, was da ist. Das steht hier leicht über. Wenn das jetzt irgendwie blöde läuft, nicht ganz hochgeklappt ist, dann sitzt das anscheinend auch gerne mal so über dem Dorn. Dann kann ich mir vorstellen, dass da der Liquidfluss irgendwie aufhört. Weiter habe ich gesehen, dass der Dorn an sich nicht ganz in den Tank reinreicht. Man sieht hier oben so ein bisschen, dass die Unterkante vom Dorn von der abgewinkelten Seite unten mit dem Plastik abschließt. Wenn das jetzt mehrmals zu und leichten Abkratzen und Ausleiern hier kommt, dann kann ich mir gut vorstellen, dass das Liquid praktisch unten an dem Plastik vorbei bei dem Unterdruck dann hier praktisch so ein bisschen rauslaufen kann. Bei den Silikonkappen habe ich gesehen, dass wenn es ganz blöde läuft, man den zwar reinstecken kann komplett. Oben sehe ich aber, das Silikon ist gar nicht aufgerissen. Das umschließt jetzt komplett den Einlass von dem Dorn und es ist wirklich gar kein Loch drinne. Hier wird es auf jeden Fall kokeln, weil da kein Liquidfluss herrscht. Hier habe ich ja ein, wo man sieht, dass das Loch auch offen ist. Ich kann hier nochmal den blauen zeigen. Das Loch,
Das sieht zwar aus, als wenn es offen ist, weil es so eingedrückt ist, aber tatsächlich ist hier die Haut, die Silikonhaut, noch dicht. Bei den roten Silikonstopfen hier schon Loch drin. Das ist ein Stopfen, der bei mir sehr gut funktioniert. Ich habe hier am Rand rundherum noch jeweils ein bisschen Silikon stehen. Steck den Dorn da rein. Kein Problem. Unten abgeschlossen. Mir fällt aber auf, dass die Silikonstopfen etwas dicker sind. Und somit guckt der Kopf noch weniger, der Dorn noch weniger in den Tank rein als schon bei den Plastikstopfen. Das finde ich ein bisschen unglücklich, weil der Kopf, das sitzt hier nicht wirklich komplett auf Druck. Also das ist schon abgeschlossen, aber das kann schon unter Umständen tatsächlich so ein bisschen zu einer Lücke kommen. Ich habe auch gesehen, dass die Stopfen manchmal doch so ein bisschen unterschiedlich sind. Die werden sicherlich alle durch eine Gussform gelaufen sein. Gehe aber mal davon aus, dass die irgendwie aus China kommen. Und ja, so hundertprozentig ist da vielleicht doch nicht die Produktion so. Dieser hier, der neigt dazu, wenn der Tank leer wird, dann sifft das bei mir. Hier ist die Haut sehr am Rand offen. Und ich habe das Gefühl, dass das hier noch mal ein bisschen leichter geht als bei dem anderen Gummistopfen. Und hier kann man auch noch mal sehen, hier ist jetzt die Haut zwar unten vor dem abgewinkelten, aber wenn da drunter das Liquid längs läuft, dann kann ich mir schon vorstellen, dass das zumindest ein bisschen rausläuft. Wie gesagt, da bin ich mir noch nicht ganz klar, warum er erst leckt, wenn fast nichts mehr drin ist. Hier nochmal die Originalkappe. Die ist nicht besonders ausgeleiert. Die habe ich frisch aufgemacht. Die hatte ich halt noch liegen. Das lässt sich einwandfrei, leichtgängig reinschieben, rausnehmen. Hier nochmal eine nachgekaufte Kappe, die ist wesentlich härter als die Originalkappe. Und wenn ich dann versuche, den Dorn da jetzt reinzuschieben, ich wende hier schon ein bisschen mehr Druck aus. Man sieht, das wird dann schief und ich krieg's nicht wirklich rein. Also das ist ein bisschen unglücklich. Oben ist auch nochmal so dieses Fähnchen, das ist aber wesentlich fester als bei dem Originaltank. Und auch das kann sich so ein bisschen über den Dorn legen, was dann sicherlich den Liquidfluss beeinflusst. Ja, was ich mir ganz klar wünsche, sind Originalersatzteile. Bei den Kappen sind das echte Centbeträge. Über die wir hier reden. Und das ist doch äußerst unglücklich, wenn man 2 oder 3 Cent spart und dafür insgesamt mit dem System vielleicht nicht mehr glücklich ist oder unzufrieden ist. Auch ich habe ja beim Testen einige Sachen festgestellt. Deswegen hatte ich mir Ersatzsachen ja besorgt. Muss aber tatsächlich sagen, Originalteile funktionieren wesentlich fehlerfreier, dass ich vielleicht ein, zweimal Probleme hatte. Das kann einfach damit zu tun haben, dass ich wirklich auf Anschlag teste bei einigen Sachen. Zusätzlich ist mir aufgefallen, dass wenn der Tank bei mir fast leer ist, ich irgendwie mein Zugverhalten verändere. Das heißt, ich ziehe doch tatsächlich etwas öfter, also verfall da so ein bisschen in das Pyrozin, was man ja bei der E-Zigarette auf gar keinen Fall machen sollte.
Da muss ich selbst einfach so ein bisschen an mir arbeiten. Das wird aber sicherlich dazu führen, dass bei mir, wenn der eine Silikontank fast leer ist und ich dann anfange hektischer zu ziehen, durch den Unterdruck unten irgendwie doch das Liquid so ein bisschen austritt. Ich hoffe, ich konnte dem einen oder anderen eventuell hier ein bisschen weiterhelfen und an die Shops nochmal Originalteile ist einfach am schönsten.